Willkommen hier in Frick in unserer gedeckten Kirschenanlage. Kürzlich haben wir Ihnen in einem Video gezeigt, wie man die schwarze Kirschenblattlaus direkt regulieren kann. In diesem Video zeigen wir Ihnen nun, wie man Blattläuse indirekt regulieren kann. Dank des Anbaus unter Witterungsschutz können die wichtigsten Krankheiten im Steinobstanbau vorgebeugt werden. Zusätzlich werden durch Volleinnetzung der Anlage die wichtigsten Schädlinge ausgeschlossen. Der Nachteil dieser voll eingenetzten Anlagen unter Witterungsschutz ist, dass dadurch ein Mikroklima geschaffen wird, das optimal ist für die Vermehrung der Blattläuse. Zudem wird der Einflug und die Etablierung der natürlichen Gegenspieler der Blattläuse erschwert und die Blattläuse können sich ungestört vermehren. Außerdem kommen die Nützlinge oft zu spät, wenn der Schaden an den Bäumen bereits erheblich ist. Die wichtigsten Gegenspieler der Blattläuse sind die Larven der Schwebfliegen, die Larven und Adulten der Marienkäfer und die Schlupfwespen, welche die Blattläuse parasitieren. Die Frage lautet nun, wie bringen wir diese Gegenspieler rechtzeitig in die Anlage und wie können wir diese gezielt fördern? Ein Lösungsansatz ist die offene Nützlingszucht. Bei der offenen Nützlingszucht werden Getreideblattläuse auf Getreide in der Anlage vermehrt. Diese Getreideblattläuse dienen als Futter für die Nützlinge. Der Trick bei der Sache ist, dass die Getreideblattläuse nur das Getreide befallen und nicht unsere Obstbäume. Dieses System haben wir uns vom Gemüseanbau abgeguckt. Dort wird es schon in Tunnels oder Gewächshäusern zur Blattlausregulierung eingesetzt. Wie funktioniert das System im Detail? Die Nützlinge vermehren sich auf dem Getreide und machen einen oder mehrere Zyklen durch. Die adulten Schwebfliegen, Marienkäfer und Schlupfwespen legen ihre Eier direkt in die Blattlauskolonien. Somit können sie die Blattläuse frühzeitig regulieren. Zur Erfolgskontrolle ist es wichtig zu wissen, wie die Nützlinge in den Blattlauskolonien aussehen. Hier sehen wir ein Schwebfliegenei. Schwebfliegeneier erkennt man daran, dass sie weiß und länglich sind, etwa 1 mm lang. Die Schwebfliegeneier werden in den Blattlauskolonien meistens einzeln abgelegt. Im Gegensatz dazu werden Marienkäfereier, hier im Bild, als Gelege gelegt. Und so sieht es aus, wenn Blattläuse von Schlupfwespen parasitiert werden. Die Blattläuse nehmen eine kugelige, aufgeblasene Form an und verfärben sich, je nach Schlupfwespenart, goldig, braun oder schwarz. Und jetzt erkläre ich Ihnen, wie die offene Nützlingszucht angelegt wird. Im Herbst wird das Getreide, entweder Gerste, Hafer oder Weizen, gesät. Ein gut vorbereitetes Saatbeet und genügend Wasser sind dabei wichtig. Im Frühjahr, das heißt März oder April, werden die Getreideblattläuse ausgesetzt. Innerhalb der folgenden 2 bis 4 Wochen, je nach Temperatur, vermehren sich diese zu einem guten Bestand. Ab ca. Anfang bis Mitte April werden die Nützlinge freigelassen. Bei der Nützlingsausbringung verwenden wir bei den Schwebfliegen Schwebfliegepuppen, bei den Marienkäfer die Larven und bei den Schlupfwespen die Adulten. All diese Nützlinge sind kommerziell online erhältlich. Dieses System mit der offenen Nützlingszucht auf dem Getreidestreifen funktioniert am besten in Kombination mit Blühstreifen. Denn die adulten Nützlinge brauchen Blüten, um sich zu ernähren. Ansonsten fliegen sie wieder aus der Anlage raus. Die offene Nützlingszucht eignet sich vor allem für kleinere Flächen in geschlossenen oder halbgeschlossenen Systemen. In offenen Systemen ist die Wirkung meist ungenügend. Das System lässt sich grundsätzlich in allen gedeckten Steinobstanlagen einsetzen. Außerdem lässt sich die offene Nützlingszucht gut mit direkten Pflanzenschutzmaßnahmen
im Herbst und Frühjahr kombinieren. Nach Start der offenen Nützlingszucht sollten aber direkte Pflanzenschutzmaßnahmen vermieden werden. Wenn Sie mehr zur indirekten Blattlausregulierung erfahren möchten, unten verlinkt, finden Sie ein Merkblatt, das wir im Rahmen des Projekts BioFruitNet erstellt haben.